Ja, es ist wieder soweit. Rohkost-Potluck. Nach knapp 2 Jahren gibt es das Rohkost-Potluck wieder mal. Und ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie viel kommen. Ich habe null Ahnung. Ich freue mich total, das Flair früh aufzustehen, noch das Essen schnell zuzubereiten, was du am Vortag vergessen hast. Und ja, es ist einfach ein schöner Vibe. Hat auch einen Übernachtungsgast, der schon Freitag gekommen ist. Und ja, mal sehen, was heute kommt. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt vielleicht zu zweit da sind oder ob wer kommt. Es ist ja wirklich so in Vergessenheit geraten. Da war 2 Jahre kein Potluck oder knapp 2 Jahre wegen Corona. Corona natürlich. Und ich bin einfach nur gespannt. Und zur Feier des Tages gibt es mal wieder ein Potluck-Video. Gab es ja ewig nicht mehr. Und ja, jetzt sehen wir uns gleich und schauen, wie viele Menschen da sind. Ja, die Leute haben nicht vergessen, dass es Rohkost-Potluck gibt. Tatsächlich, wir sind pünktlich da. Und ja, es sind doch ein paar Räder schon hier zu sehen. Ja, gibt's ja gar nicht. Das Potluck wurde nicht vergessen. Es haben noch Leute gefunden. Yay! So, dann das Potluck ist hier angerichtet. Wir haben hier getrocknete Gurken. Dann haben wir einen Kuchen. Was ist da drin? Zitronenkuchen ist da drin. Zitronenkuchen. Dinkelmehl, Sonnenblumenöl. Zucker. Sonnenblumenöl, eine Rarität ja, dieser Zeit. Ja. Boah, hier können wir nochmal Sonnenblumenöl essen. Ja, Zucker, ja. Ja, Zitronenschale geriebene, Zitronenaroma, Zitronensaft. Cool, Zitronen. Backpulver. Das ist ein Hanf. Ich habe noch keinen Namen dafür gefunden, aber das ist ein, also das ist Rohkakao, also es ist fast Rohkost. Ist dann kurz gebacken, aber es ist alles Rohkostqualität, bis auf dann das gebacken ist. Auf jeden Fall Rohkakao, dann roher Hanf, dann Haselnüsse, Buchweizenmehl ist noch drin, auch vollkommen mit Schale. Dinkel ist noch drin, genau, auch vollkommen mit Schale. Und Kokosblütenzucker als Süßungsding. Dann ist hier eine Kürbissuppe mit Falafelart, mit frischem Bärlauch hier aus dem Ding. Und ja, ist halt einfach ein bisschen Sachen drin. Also da ist auch noch ein bisschen Balsamico-Essig drin, da ist ein bisschen Pfeffer drin und auch eigentlich Sonnenblumenkerne, also nicht Kichererbsenmehl haben wir reingemacht, genau. Und viele Gewürze. Was haben wir hier? Ingwer? Ja. Ingwer? Ingwer? Golf. Ja, das sind Cracker, quasi aus Buchweizen gekeimt, Weizen gekeimt, Linsen gekeimt und Zucker, Gewürze, also italienische Kräuter. Okay, und das ist überall hier die Tritte. Das ist alles dasselbe. Das ist noch ein bisschen Rohkost. Zimt. Das ist Rohkost. Also der Zimt natürlich, Zimtzucker. Vanillezucker, Entschuldigung. Und das ist Bärlauchpesto selbst. Bärlauchpesto, ist das ein original Leipziger Bärlauch? Das ist original Leipziger, aber mit... Was soll der sonst denn? Ja. Genau, es gibt ja nur einen Leipzig Bärlauch. Ist auch Rohkost, Pesto? Ist Rohkost. Und was ist hier? Wer hat dir das gemacht? Das sind Falafel, das eine ein bisschen pikanter, das andere eher neutral. Das ist pikant, das ist neutral. Was ist pikant? Pikant mit Chili? Oder? Das minimal. Okay. Chili? Ja, du musst es nicht nochmal sagen, das haben wir beim ersten Mal schon verstanden. So, dann haben wir ein Brot, dann Smoothie. Smoothie aus Banane und Heidelbeeren und Maca-Pulver und Hafermilch und. Okay. Genau. Dann doppelt dasselbe, ne? Überall drin. Oder? Ja. Genau. Da hinten, was haben wir da? Das ist ein Gemüsemais. Reis mit Naturreis, Karotte, Fenchel, Chinakohl mit Gewürz. Schmierkohl. China-Kohl. Ach, China-Kohl. Und Curry mit ein bisschen Zimt. Zimt schmeckt man aber nicht hervor. Ja, Zimt. Ich liebe Zimt. Wir haben ja überall Zimt dran. Ich schmecke sie nicht hervor. Das bloß wegen der Farbe ein bisschen. Okay, frische Feigen, dann ein Dip. Ich hoffe, und geworden. Meine das ist Rohkost. Energiebärchen. Sind auch keine frischen Feigen. Ach, ja. Sie kommt nicht. Mit Feigen, aber die sind trotzdem Rohkost. Sind die Bällchen denn Rohkost, Alex? Ja, mit Feigen. Ja. Walnüssen. Und Rohkakaopulver. Die einzige, was. Nee, Pesto auch. Ja. Ja, die Gurken sind auch Rohkost hier, mein Freund. Sehr gut. Die trockenen Gurken. Dann, was haben wir hier? Obstsalat? Obstsalat, genau. Mit Koriander, Zimt auch, Kokos, Milch. Genau, ein bisschen Granatapfel und Äpfel. Okay. Und Koriander Samen oder Korianderblätter?
Gewürz, als Gewürz. Als Abend, sehr schön. Und wir haben hier noch den epischen Kartoffelsalat von Peggy. Aber sie weiß nicht, was drin ist. Sie stellt uns einfach das Ramouladenglas hin und sagt, hier, schaut selber nach. Also Bonn, nur die beste Bonn-Remoulade. Achso, nee, drin. Draußen. Draußen. Ja, ist auf jeden Fall schön. Wasser ist mega nice. Extra und wo wir öfters waren, war, ich glaube, Kreuzberg ist das, an der Hafenheide. Ja, also das Rohkostpotluck ist tatsächlich, der Lauf-Potluck ist tatsächlich, ist natürlich, hat sich, ja, ist doch erinnert. Sogar die Verschwörungstheoretiker sind mit am Start hier mit, mit dem Aluhut. Ja, naja, und das Wetter ist natürlich gigantisch. Also wir haben jetzt hier 23 Grad und ja, die Sonne scheint und na, ist einfach... Ja, wir haben es erstmal alle gegessen und war wieder reichhaltig. Das Schöne ist immer, das Süße und das Herzhafte hält sich irgendwie die Waage, obwohl man sich vorher überhaupt nicht abspricht. Und na, war echt leckere Sachen wieder dabei und na, war gespannt. Jetzt muss ich erstmal alles setzen, weil ich schon ganz schön satt. Und jetzt ja, wahrscheinlich so ein, zwei Stunden unterhalten. Ich glaube, dann ein bisschen singen und ja, vielleicht auch einen Ball mitgemacht, ein bisschen Fußball spielen. Ich glaube, die eine möchte so ein bisschen Yoga anleiten, ein bisschen Yoga machen. Genau, und vielleicht gehen wir dann zum See, vielleicht ist schon Badezeit. Ja, mal gucken oder machen einfach ein bisschen Disco am See. Auf jeden Fall echt schöner Kreis und einfach Menschlichkeit, Herzenswärme. Das ist ja, gerade in der aktuellen Zeit einfach schön. Noch zu sehen, dass so viele verschiedene Meinungen auch existieren und alle auch existieren dürfen. Das, ja, würde ich nicht sagen, eine homogene Gruppe ist im Sinne von Ideologien, sondern dass tatsächlich alles vertreten ist und ja, es ist trotzdem alles schön, alles lieb, alle tun, ja, sich in den Arm nehmen und ja, ist einfach schön. Also wie gesagt, Potluck ist einfach wunderschön. Und ja, ich habe auch einen neuen Menschen kennengelernt, die bei mir jetzt gestern übernachtet hat. Und auch da war es so schön intensiv. So, durch das Potluck entstehen halt auch immer so Leute, die jetzt bei mir schlafen. Auch dann wieder so Connections, neue. Ja, einfach, es beseelt mich immer wieder und ich bin froh, dass auch nach der langen Zeit, wo jetzt kein Potluck war, ja, dass es jetzt wieder gestartet ist und ja, sich noch ein paar Leute daran erinnert haben, wie es ist. Und wir sind ja immerhin 1, 2, 3, 4, 11, 3 kommen noch, 14, 15 Leute jetzt hier gewesen, auf Anhieb schon wieder im Spätwinter, im Frühling. Und ja, das freut mich. Also Potluck geht weiter und ja, vielleicht bist du beim nächsten Mal auch du dabei. So, und jetzt werde ich, bin total begeistert. Von dem, seit meiner Wanderung, ich habe so einen Kackstuhl mit Doppel-Dings, das ist wie so ein Hund, der irgendwo hinkackt. Das tue ich halt nicht in den Wald kacken und kacke halt einfach hier in dem Plastikding, also damit es halt besser ist für alle möglichen, weil so, wenn jeder in den Wald kackt, ist halt nicht cool. Und da kommt das hier in die Plastiktüte, ich kann hier im Auto schön kacken, der Potluck ist noch da hinten. War heute so total sowieso sehr, sehr, sehr kommunikativ. Also und vor allem, es hat sich komplett, es waren 16 Leute am Anfang da und im Laufe des Sachen sind es jetzt 20 Leute geworden, aber da sind ungefähr 10 neue gekommen. Und also es war so eine totale Fluktuation heute über den Tag und die ganze Zeit am Quatschen, weil die Leute sind natürlich ständig neu gekommen, gegangen. Wer bist du? Was machst du? Und normalerweise machen wir eigentlich so viele andere Sachen, aber jetzt ist im Endeffekt wirklich, wir reden von um 11 jetzt bis 17 Uhr, eigentlich 6 Stunden durchweg am Reden, es kommt immer so was Neues zu essen und also es ist richtig ein ganz neuer Vibe irgendwie hier da. Naja, auf jeden Fall. Normalerweise sind wir dann auch mal essen gegangen, aber so die typischen, die dann das Essen anregen, irgendwo hinzugehen, die sind heute nicht dabei gewesen. Sowieso sehr fresh heute, also sehr viele neue Menschen dabei gewesen, auch ein neuer Vibe. Und ja, normalerweise bin ich dann schon am Kacken, aber das ja, bin ich jetzt. Und dann noch was, dieser Aufkleber, episch. Ja, genau wie ich Ausparkprobleme hat, 2 Meter Abstand halten. Und nein, ich will damit nicht auf den Behindertenparkplatz. Ich möchte da nur einfach sicher gehen, dass die Leute mich nicht zuparken. Und der zweite Aufkleber, der episch ist, ist dieser hier. Weil die hupen mich immer auf der Autobahn an, weil ich so langsam fahre. Und ja, ich bin jetzt Anfänger. Und dann denken die, ich fahre langsam, weil ich Anfänger bin. Und ja, perfekt. So, und jetzt werde ich einfach mal kurz hier in mein Klo kacken. Und dann bin ich wieder beim Rohkostpotluck am Start. Und beim nächsten Mal vielleicht auch mit dir. Das nächste Potluck ist in 3 Wochen schon. Ich glaube, das ist das Osterwochenende am Samstag. Also nicht dieses Wochenende, das nächste jetzt.
das ist der Anfang des Monats, dann das darauffolgende Wochenende auch nicht, sondern das darauffolgende Wochenende. Je nachdem, wann das... Das ist auf jeden Fall nicht die Scheibe. Kann schon einiges ausmachen. Auch anders ist egal, aber es kann auch mit zwei verschiedenen. Ja, Potluck ist zu Ende und ja, also ich glaube, so einen redeintensiven Potluck gab es tatsächlich noch nie. Also es ist tatsächlich so, jeder Potluck hat irgendwie so seine ganz eigene Dynamik und dieser Potluck war so viel Gespräche, weil halt auch so viele neue Menschen da waren und die halt auch starke Charaktere waren und die sich auch eingebracht haben und ja, dann hat man natürlich dann so, ja, war eine interessante Dynamik und ja, und ja, ungefähr 19 Uhr war es dann zu Ende und ein paar sind zum Ecstatic Dance dann gegangen. Einer ist in Schwitzhütte, glaube ich, gegangen. Schwitzhütte war heute auch. Und ja, und ich und ja, die jetzt mit mir hier auch übernachtet hat, ja, wir waren relativ schon, es hat ganz schön geflaucht. Also wir haben wirklich so 7 Stunden am Stück geredet und ja, wir chillen einfach jetzt hier da zu zweit ein bisschen, lassen Abend ausklingen und genau, und deswegen, ja, ganz klar, der Potluck war wieder mal einzigartig und das ist, ich bin gespannt, wenn vielleicht du auch das nächste Mal zum Potluck kommst, wie du den Potluck gestaltest und was da zur Sprache kam. Heute waren halt so sehr tiefe Gespräche, also über richtig tiefe Deep Shit, also gerade was sag mal, ja, Psyche angeht und so. Und das, aber das ist auch schön. Das war immer ein relativ kleiner Kreis. Es waren so 15 bis 20 Leute immer, sind da gekommen, einer sind da gegangen. Und das war ein Kreis, das waren nicht mehrere Kreise, bei größeren Potlucks. Da haben sich bildlich schon manchmal so 2, 3, 4 Kreise. Aber heute war es ein Kreis und ja, und das war auch echt sehr, sehr tiefe Gespräche. Und mal gespannt, wie sich der Potluck jetzt weiterentwickelt. Der nächste Potluck haben wir jetzt ausgemacht, ist in 3 Wochen. Das habe ich ja schon gesagt im vorigen Video. Der ist am, ich glaube, das ist sogar Ostern. Also in 3 Wochen halt. Also ich weiß auch nicht, wann das Video kommt. Aber ich denke, ich werde es jetzt die Woche irgendwann posten. Ja, also Potluck zu Ende und ja, eher so unspektakulär, würde ich sagen. Also es muss ja auch nicht spektakulär sein. Es war viel Reden und viel zwischenmenschliche Intensität. Und genau, na dann. Bis zum nächsten Potluck.